Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar heute zu meinem ersten Teil der Neuzugänge aus dem April. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Ja ihr Lieben, es sind schon einige Bücher bei mir eingezogen und bevor meine Neuzugänge-Videos wieder so lange werden, habe ich gedacht, ich zeige euch einfach schon mal ein paar. Und ich liebe ja Neuzugänge-Videos, ne? Weil das sind immer so Sachen, irgendwie hängt das Herz von einem immer so an diesen Büchern, weil man ja genau diese Bücher favorisiert hat, sie dann zu kaufen. Und irgendwie liebe ich Neuzugänge-Videos deswegen, weil ich gerade in dem Moment dann immer so angefixt von diesen Büchern bin. Und ja, ich weiß auch nicht, ich bin dann immer so aufgeregt, wenn ich sie euch endlich zeigen kann. Und zwar hat dieser Monat mit einem Rezensionsexemplar angefangen, auf das ich wirklich schon sehr, sehr lange warte. Und ich habe eigentlich schon fast bezweifelt, dass es bei mir noch ankommt. Und zwar war das so, dass ich von Literaturtest eine Anfrage bekommen habe, ob ich nicht ein Buch lesen möchte. Und ich habe das gesehen und war sofort begeistert von dem Cover und von dem, worum es geht. Und habe dann zurückgeschrieben, dass ich das gerne tun würde. Und Leute, das war, glaube ich, schon letztes Jahr vor Weihnachten. Also es ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Da war das Buch, glaube ich, auch noch nicht erschienen. Und ich wusste, okay, ich muss noch einen Moment warten. Im Februar war das Buch dann immer noch nicht hier. Und ich habe dann so gedacht, okay, ich guck mal. Habe dann auch gesehen, dass das überall so ein bisschen ausverkauft ist. Deswegen hat das natürlich in der Produktion wahrscheinlich einfach gehängt. Ich habe dann aber trotzdem nochmal an die Mitarbeiterin von Literaturtest geschrieben. Einfach, weil ich natürlich nicht wollte, dass die dort denken, ich habe es schon und die Rezension kommt als nicht, weil es war halt einfach schon von letztem Jahr. Dann habe ich halt hier geschrieben, hier, das Buch ist noch nicht hier angekommen, das ist auch überhaupt kein Problem. Ich wollte nur, dass sie wissen, dass es noch nicht da ist, nicht, dass sie denken, dass meine Rezension jetzt als nicht kommt. Aber ich kann leider noch nichts hochladen, weil das Buch halt noch nicht hier ist. Und dann hat sie mir geschrieben, oh je, ich weiß nicht, ob wir es schon losgeschickt hatten, aber es gab halt Lieferschwierigkeiten und so weiter, sie schickt sofort nochmal raus. Es hat dann aber tatsächlich doch bis Anfang April gedauert, bis das Buch dann im Endeffekt wirklich hier war. Aber das ist mir eigentlich an sich ganz egal gewesen. Ich habe zwar sehr, sehr lange drauf gewartet, aber als es dann hier war, habe ich mich umso mehr gefreut. Und ich muss wirklich sagen, dass ich jetzt umso froher bin, dass es endlich hier ist. Und zwar handelt es sich um dieses prachtvolle Schmuckstück. Einfach alles von Christopher Lloyd. Die Geschichte der Erde, Dinosaurier, Roboter und zu vieler anderer Dinge, um sie hier aufzuzählen. Genau, Leute, das ist halt so ein kleines Standard-Geschichtsbuch für Kinder. Und bei mir brodelt schon seit Jahren so ein bisschen die Sache, dass ich einfach mich ein bisschen mehr über Geschichte informieren möchte. Natürlich hatte ich Geschichte in der Schule, das war aber so trocken und langweilig, dass ich da in diesem Fach nicht besonders gut war. Und Leute, natürlich weiß ich Eckpunkte, ich weiß, wann die Weltkriege waren und so weiter, ich weiß, wann irgendwelche historischen, krassen Dinge passiert sind. Das ist jetzt nicht die Sache, ne? Es geht halt einfach darum, dass ich ganz, ganz viele Dinge nicht datieren kann, einfach gar nicht alles so eine richtige Reihenfolge bringen kann. Ich weiß, war dieses Ereignis jetzt davor oder danach und sonstiges. Und ich deswegen einfach schon immer mal gerne wieder was in diese Richtung lesen wollte, um mich einfach ein bisschen zu informieren. Das Problem ist, Leute, nehmt euch einfach mal ein trockenes, historisches Geschichtswerk in die Hand oder generell ein Geschichtsbuch in die Hand und lest euch diese historischen Fakten durch. Das ist stinklangweilig, ja? Das ist nichts, was ich tun würde, mir einfach mal ein Geschichtssachbuch zu kaufen und dann mir das durchzulesen. Aber das ist was komplett anderes. Das ist halt eigentlich für Kinder und Jugendliche. Es ist komplett bunt, es sind Bilder drin, es ist alles kurz und knackig, es macht Spaß, hat Humor. Was kann man sich Besseres vorstellen? Deswegen war für mich halt wirklich klar, das wird das Buch, womit ich mein Geschichtswissen so ein bisschen auffrische. Und es fängt halt wirklich ganz vorne an, bei der Entstehung der Erde und den Dinosauriern. Und das finde ich super, weil in Geschichte in der Unterstufe fürs Abitur, also in der 5. Klasse, da hat man ja immer mit den Anfängen der Menschen begonnen. Also irgendwie vor Christus oder sonstiges. Dann ging es ja irgendwie zu den Römern oder so. Also man hat nie bei den Dinosauriern angefangen. Also bei mir war das auf jeden Fall nicht so. Also ich habe im Abitur nie was über die Dinos gemacht. Hätte ich aber gern. Und hier ist halt alles drin. Ich freue mich wirklich sehr über dieses Buch. Ich habe richtig Bock drauf und bin natürlich auch sehr froh, dass mir das von Literaturtest dann doch noch zugeschickt wurde und kann mich jetzt auf jeden Fall ranmachen und meine Geschichtskenntnisse ein bisschen aufzufrischen.
Dann hat mich noch ein Rezensionsexemplar von Bloggerportal erreicht, auf das ich mich auch sehr, sehr freue. Und zwar geht es um den vierten Teil von Der Schwarze Thron, nämlich die Göttin von Kandar Plague. Ich weiß nicht, ob es der abschließende Band ist. Ich habe da schon Zwiespältiges drüber gehört. Ich habe einerseits, nachdem der zweite erschienen ist damals, von einer Booktuberin gehört, die gesagt hat, es sollen jetzt auf einmal 6 Teile werden, die das total blöd fand. Und dann habe ich jetzt aber von einer Freundin erfahren, dass es anscheinend doch nur 4 Teile werden, dass es halt noch 2 Zusatz-Stories gibt im E-Book, die ich ja auch besitze. Also ich habe keine Ahnung, ob das jetzt der Abschlussband ist. Ich fände beides cool. Ich fände es cool, wenn noch 2 kommen würden. Ich fände es aber auch cool, wenn das hier das Ende wäre. Ich lasse mich überraschen. Es kann ja sein, der Band ist so abschließend, dass ich nach dem Lesen weiß, oh ja, das ist das Ende, das muss das Ende sein. Ich bin so gespannt, Leute, weil im dritten Band sind so viele Dinge passiert, so vieles wurde neu aufgerollt und die Charaktere und ich bin so, ich bin halt wirklich angespannt, was in diesem Teil passiert, ne? Ich liebe diese Reihe. Diese Reihe ist so, so toll. Diese Reihe ist beileibe nicht perfekt. Das möchte ich gar nicht sagen, aber ich mag sie wirklich, wirklich gerne. Ich habe die Charaktere ins Herz geschlossen. Ich liebe, 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 liebe die Figur der Catherine. Sie ist für mich irgendwie das Highlight. Und ich weiß nicht, Leute, also ich freue mich so sehr. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr auf dieses Buch. Das ist so, als ich das in den Händen hatte, ich war so, oh Herzchen. Wir werden uns sehr, sehr lieb haben und ganz, ganz viele Stunden miteinander verbringen. Und diese Bücher sind ja so wunderschön. Ich finde das so toll, dass die halt immer hier mit dem Cover so zusammenpassen. Und die sind einfach so besonders. Also ich liebe diese Bücher und ich freue mich so, so sehr drauf. Ja, also ich bin schon sehr gehypt auf dieses Buch, wie ihr seht. Und wenn dieses Buch ein scheiß Ende hat, ich glaube, dann bin ich wütend. Dann bin ich, glaube ich, dezent genervt. Also ich bin gespannt. Mal gucken. Und dann habe ich aufgrund dessen, dass ich ja in den ersten Wochen im April den ersten Teil der Dark Wonderland-Reihe gelesen habe, bin ich so ein bisschen in die Bredouille gekommen, dass ich Teil 2 und Teil 3 nicht besitze. Das Problem ist aber für mich, dass ich jetzt momentan immer sage, okay, wenn ich jetzt den ersten Teil lese, wo es halt wirklich die kompletten Bände schon gibt, dass ich dann direkt alles hintereinander weglese oder innerhalb weniger Wochen alles weglese, sodass die halt die Figuren noch im Kopf sind, ich die Geschichte noch weiß und ich alle Umrisse so von der Geschichte noch im Kopf habe. Und deswegen war für mich klar, dass ich dann die Reihe aufstocken muss. Und deswegen habe ich mir gebraucht, oh nein, gar nicht, ich habe die neu gekauft. Es hätte mir nämlich gar nichts gebracht, diese Bücher gebraucht zu bestellen, weil die neu genauso viel kosten wie im gebrauchten Zustand. Ich glaube, die Bücher sind dafür einfach noch ein bisschen zu jung, dass sie gebraucht schon so viel an Wert verloren hätten. Deswegen habe ich die halt wirklich im Neuzustand gekauft. Und zwar ist das einmal der zweite Teil, Dark Wonderland, Herzbube. Ich schätze mal, das ist Morpheus. Ich finde diese Bücher ja wunderschön, Leute. Ich finde diese Bücher wunderschön. Ich finde die Farben so toll. Der erste ist ja grün. Den habe ich auch noch neben mir liegen, weil ich gerade meine ersten Lesewochen abgedreht habe. Das hier ist ja der erste. Ich finde den ersten schon sehr, sehr schön. Ich muss aber sagen, ich finde den dritten am schönsten. Also das hier ist der zweite, Herzbube. Und dann haben wir hier noch den dritten, Dark Wonderland, Herzkönig. Ich gehe mal davon aus, dass das Jeb ist, weil er hier ein Piercing hat und Jeb da ein Piercing hat. Ich finde diese Farbe, also ich finde den dritten Teil, finde ich ganz, ganz toll. Ich finde, der sieht wunderschön aus, wirklich. Und ich bin hier so gehypt, weil ich den ersten so cool fand, dass ich halt jetzt einfach Bock auf die weiteren Bände habe. Und ich darf nicht so viel Zeit verstreichen lassen, sonst werde ich es nie lesen. Ich habe das bei der Beschenkten gemerkt. Bis ich die Flammende und die Königliche gelesen habe, so viel Zeit ins Land gegangen. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut, weil man vergisst alles wieder. Deswegen, also ich hoffe, dass ich die Reihe dann auch relativ bald abschließen kann und diese wunderschönen Bücher in mein gelesenes Buchregal stellen darf. Dann, ihr Lieben, ist hier in der Region, also hier in Weilburg, ein Mann auf meinen Chef zugekommen. Und zwar heißt er Thomas Hemp. Das ist jemand, der hier sehr engagiert ist, auch in Weilburg. Und der hat meinem Chef, glaube ich, ein Manuskript gegeben. Ich weiß es nicht so genau, ob mein Chef vorher ein Manuskript bekommen hat oder nicht. Auf jeden Fall wollte dieser Mann ein Buch schreiben und hat auch schon eine Idee und hatte schon angefangen. Und Leute, das ist so durch die Decke gegangen. Ich meine, er hat einen historischen Krimi in der Stadt Weilburg geschrieben. Das ist die Stadt, in der ich arbeite. Und hat so krass Werbung in der Region dafür gemacht, bei uns hier in der Zeitung. Und ich meine, das Weilburger Tageblatt, also die Zeitung hier in der Umgebung, hat jeder Ortsteil hier. Das heißt, so viele Menschen. Leute, wir haben
von diesem Buch 110 Exemplare geordert, die wir hatten schon so viele Vormerkungen, dass wir innerhalb eines Tages nur noch 30 Exemplare übrig hatten. Und ihr müsst euch vorstellen, dass wir die Bücher alle ausgefahren haben. 80 Exemplare dieses Buches haben wir in die verschiedenen Dörfer gefahren. Ich in die Richtung, meine Kollegin in die Richtung und mein Chef hier in dem Umkreis. Leute, das war so krass. 110 Exemplare. Wir hatten Vormerkungen, was weiß ich wie viele, und haben, als die Bücher angekommen sind, am selben Tag 80 Exemplare verkauft. 80. Das Buch ist durch die Decke geschossen. Ich meine, natürlich, das liegt halt einfach daran, dass es ein Buch ist, das in Weilburg spielt. Weilburg hat mehrere Ortschaften. Sehr, sehr viele Leute kennen diesen Autor. Wir ja auch. Ja, also wir stehen ja im persönlichen Kontakt zu ihm. Das ist der Wahnsinn. Und natürlich bin ich dann auch neugierig auf das Buch geworden. Ich habe ein bisschen das Problem, dass das ein Krimi ist. Ich lese ja keine Krimis, aber trotzdem durfte dieses Buch natürlich in meiner Sammlung nicht fehlen. Das gibt es auch im Hardcover, also das ist ein Books on Demand. Es ist zum selben Zeitpunkt in Hardcover-Form und in Taschenbuchform erschienen. Und ich habe es mir in der Taschenbuchform mitgenommen, weil es im Hardcover dieselbe Größe hat, nur halt einen normalen, festeren Einband. Und zwar ist das dieses hier. Ich mache mal die Folie ab, glaube ich. Ich weiß nämlich nicht, ob ihr das so gut sehen könnt, oder ob sich das spiegelt. Ich weiß das ja immer nicht, weil ich bei meiner Kamera das nicht sehen kann, was ihr seht, weil es ein Handy ist. Hier haben wir es. Austern für den Grafen, ein Kriminalfall im historischen Weilburg von Thomas Hemm. Ja, Leute, es ist halt ein historischer Roman, also es geht um 1600 oder sowas und spielt halt in der Gegend, in der ich arbeite. Das ist super spannend, weil ich ja natürlich auch in der historischen Altstadt arbeite, mit dem Schloss direkt neben unserem Geschäft. Und das ist sehr, sehr spannend, dann so ein Buch zu lesen. Vor allem, weil so gefühlt jeder zweite Bürger in der Umgebung sich dieses Buch gekauft hat. Und wahrscheinlich irgendwann mit uns darüber austauschen möchte. Also sehr, sehr spannende Sache. Ja, und deswegen habe ich es mir natürlich auch mitgenommen. Das durfte dann nicht fehlen in meiner Sammlung. Ich habe aber noch nicht reingelesen. Ich habe keine Ahnung, worum geht es eigentlich? Sophie Garmier macht sich auf den Weg in die pittoreske Residenzstadt Weilburg an der Lahn. Mit im Gepäck hat sie ein Rätsel aus der Vergangenheit ihrer Familie von vor über 300 Jahren, von dem sie nicht weiß, ob sie es in Weilburg überhaupt lösen kann. In dieser Zeit lebte und arbeitete Nolan Garmier am Hofe des absolutistischen Grafen Johann Ernst von Nassau-Weilburg. Nolan wird in die Intrigen und Machenschaften des höfischen Alltags verstrickt, weil er einem Geheimnis auf der Spur ist. Detailreich und profunde recherchiert, schafft es der Autor, das höfische Leben in der Barockzeit von Weilburg zu zeichnen und den Leser mit auf eine geheimnisvolle und spannende Zeitreise einzuladen. Richtig cool, vor allem weil hier auch Illustrationen drin sind und vorne ist eine Karte drin. Weilburg um 1700, also richtig, richtig cool, weil ich meine, Leute, ich kenne ja auch die Innenstadt in- und auswendig. Ich bin in Weilburg zur Schule gegangen, ich arbeite dort, bin ja hier in der Umgebung aufgewachsen, ich bin hier 15 Kilometer entfernt aufgewachsen. Jetzt wohne ich sogar 5 Kilometer entfernt von der Weilburger Innenstadt. Und es ist schon sehr, sehr spannend, weil er sich ja wirklich auch auf historischen Fakten aufbaut, diese Geschichte. Und es ist schon ziemlich cool. Also ich muss sagen, ich habe Bock drauf, auch wenn es halt wirklich historischer Krimi-Fall ist. Aber ich denke, da werde ich mal drüber hinwegsehen müssen. Ja, ihr Lieben. Dann sind des Weiteren noch zwei Rezensionsexemplare bei mir eingezogen. Bei dem einen, das ist wirklich sehr, sehr spontan passiert. Ich habe das gesehen, habe so gedacht, ach ja, ich frage es mal an. Und schwupps, hatte ich es auch schon hier. Also es war irgendwie, ich war irgendwie komplett überrumpelt. Und zwar geht es um dieses Buch hier, Passion on Park Avenue von Lauren Lane. Das ist so ein bisschen eine New Adult-Geschichte mit Erwachsenen, glaube ich. Und ich finde, es hört sich ziemlich cool an. Drei Freundinnen, die New Yorker High Society und die Suche nach Mr. Right. Für Naomi Powell bricht mit dem Tod ihres Freundes, des Bankiers Braden Hayes, eine Welt zusammen. Denn sie erfährt, dass er verheiratet war und ihn noch zwei weitere Frauen betrauern. Claire, Bradens Ehefrau, und Audrey, seine Geliebte. Kurzerhand lassen die drei Betrogenen die Beerdigung sausen und schließen Freundschaft fürs Leben. Leute, das klingt so wie der Film Die Schadenfreundinnen. Das ist so krass. Da ist auch
Cameron Diaz spielt da mit, die hat einen Kerl, erfährt dann, dass er eine Ehefrau hat und die beiden tun sich dann zusammen und erfahren dann noch, dass er mit fast einer Teenagerfrau zusammen ist, so gefühlt, also eine Sexbombe hoch 10 und die drei tun sich dann zusammen, um sich an ihm zu rächen. So hört sich das ja an. Nur das Problem an der Sache in diesem Buch ist halt, dass er halt tot ist. Ne? Er stirbt halt am Anfang. Und ich finde, es hört sich einfach spannend. Ich finde, es hört sich halt auch sehr witzig an. Und ich muss sagen, ich finde, es sieht auch sehr schön aus. Es ist halt so ein mega dünnes, kleines Büchlein mit 300 Seiten. Das wird eine Trilogie. Ja, Leute, ich denke mal, dass es dann die drei Bände um die drei Frauen sein wird. Einmal Naomi Powell, dann Claire und Audrey. Und dass die wahrscheinlich in jedem der drei Bände ja, einen neuen Mann finden werden. Mal gucken, wie mir der erste gefällt. Also ich bin da jetzt noch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich muss alle drei haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das gut wird. Und wenn es gut wird, dann werde ich mir natürlich die anderen beiden holen. Aber das kommt halt wirklich drauf an, wie ich den hier so finden werde. Und dann ist zu meinem Glück hier noch ein Rezensionsexemplar eingezogen, nämlich die roten Schriftrollen. Die ältesten Flüche Buch 1, der allererste Teil der Reihe um Magnus und Alec. Und Leute, wie sehr habe ich mich nach diesem Buch gesehnt. Ich habe dieses Buch schon Ewigkeiten auf dem Sub auf Englisch im Hardcover. Habe es nicht gelesen, weil ich nie Englisch lese. Und jetzt ist das Buch mittlerweile auf Deutsch erschienen. Und jetzt kann ich es endlich lesen, weil Deutsch liest sich für mich halt einfach einfacher als Englisch. Das Einzige, was mich ein bisschen anpinkelt, ist, dass das Buch kein Hardcover ist. Und für alle die, die Fans von Cassandra Clare sind, wissen einfach, dass es jedes ihrer Bücher im Hardcover gibt. Jedes. Nur diese Reihe nicht. Und ich verstehe einfach nicht, Goldman, was ihr hier gemacht habt. Ich kann es nicht sagen, weil auch die Reihe, die jetzt Mitte des Jahres im August, da kommt ja noch ein erster Teil von Cassandra Clare raus, nämlich Chain of Gold. Das ist noch der erste Teil einer Spin-off-Reihe zu die Chroniken der Schattenjäger und so weiter. Das hier ist ein erster Teil, im August kommt noch ein zweiter, noch ein erster Teil, also alles Spin-off-Reihen, die jetzt nach und nach von der Autorin noch so nachgefüttert werden zu City of Bones. Und alles ist im Hardcover. Auch Chain of Gold wird ein Hardcover sein. Und die roten Schriftrollen ist einfach keines. Und ich verstehe es nicht. Also ich schätze mal, dass die ganze Reihe Taschenbuch dann wird, dass die ganze Reihe im Taschenbuch rausgebracht wird. Ich kann das aber nicht nachvollziehen, weil es passt halt einfach nicht zum Rest der Reihe. Denn natürlich gehören die ja alle zusammen. Das, ne? Und ich kann das bis heute nicht verstehen. Ich bin dezent angepisst deswegen. Aber was soll ich machen? Ich meine, man kann. Was soll ich tun? Soll ich den Verlag fragen? Ich meine, dann schreibt man dem Kundenservice, wieso habt ihr das gemacht? Und sagen die nur, keine Ahnung. Und kann einem eh keine vernünftige Antwort geben. Also ich werde wahrscheinlich nie die Antwort auf meine Frage bekommen, warum diese Reihe, ausgerechnet diese Reihe, wo es um meine Lieblingscharaktere geht, Taschenbücher sein müssen. Ich weiß nicht, vor allem sind die ja nicht dünner als der Rest der Reihe. Die haben auch 400 Seiten. Das ist auch ein Buch mit 400 Seiten, ja? Oh, ich, naja. Sogar der Schattenjäger-Kodex, der ja noch nicht mal eine Geschichte beinhaltet, sondern einfach nur ein Fachbuch für die Schattenjäger darstellt, ist im Hardcover erschienen. Sogar das. Aber nein, die roten Schriftrollen sind ein Taschenbuch. Muss man, glaube ich, nicht nachvollziehen können. Und ich kann es auch bis heute noch nicht nachvollziehen. Aber okay. Dafür habe ich mich ganz, ganz, ganz besonders gefreut, dass jetzt ein Buch bei mir angekommen ist, das auch ein Hardcover ist. Und ich bin einfach so froh, dass ich es im Hardcover bekommen habe. Denn es handelt sich um Imagine Me von Tahereh Mafi. Das ist der sechste und abschließende Band der Shatter Me-Reihe auf Englisch. Denn die meisten von euch wissen es wahrscheinlich, die Shatter Me-Reihe wird im Deutschen nicht weiter übersetzt. Es gibt drei Bände, die im Deutschen rausgekommen sind. Die sind aber fast alle auch schon vergriffen. Die kann man neu auch teilweise nicht wirklich mehr bekommen, vor allem die Hardcover nicht mehr. Das heißt, wenn man die Bücher im Deutschen lesen will, hat man eigentlich auch schon keine Chance. Und wenn, kommt man eben nur bis Teil 3. Und insgesamt sind es sechs. Der sechste, das ist der hier, ist der abschließende Band, der jetzt herausgekommen ist. Und Leute, ich hatte schon ewig und drei Tage Schwierigkeiten, die im Hardcover zu kriegen. Also nicht mit den ersten drei. Also ich habe ja, nachdem ich bemerkt habe,
dass die Reihe in Deutsch nicht weiter übersetzt wird und ich nur die ersten drei Teile bekommen kann, habe ich ja beschlossen, mir das Ganze auf Englisch zuzulegen und habe dann natürlich mit den ersten drei Teilen angefangen. Haben mir die ersten drei Teile im Englischen bestellt, die sind auch alle hier angekommen und tatsächlich, Leute, Schande auf mein Haupt, habe ich das mit Amazon getan. Man konnte die auch alle ganz normal auf Amazon im Hardcover bestellen. Die haben alle so einen rauen Buchschnitt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist so angeraut vorne. Das ist wohl bei einem englischen Buch was ganz Besonderes. Ich habe halt erstmal gedacht, ich habe Mängelexemplare bekommen damals. Das weiß ich noch ganz genau. Die Bücher kamen bei mir an. Ich dachte so, was ist das denn? Haben die hier Mängelexemplare geschickt? Aber es ist halt wirklich extra. Und das ist auch eigentlich was richtig Cooles und fancy, wenn man ein Buch mit Raumbuchschnitt bekommt. Auf jeden Fall war das überhaupt kein Problem. Dann hatte ich schon das Ding, dass ich mir Band 4, der damals dann relativ neu rausgekommen ist, eben halt auch im Hardcover bestellen wollte. Das hat, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr über Amazon funktioniert, weil die Hardcover von diesen Büchern nicht anbieten. Weder von Teil 4 noch von Teil 5 noch von Teil 6. Sodass ich dann halt irgendwann ganz verzweifelt euch Zuschauer um Hilfe gebeten habe und dann hat jemand gesagt, du kannst das auf Thalia bekommen. Und ich war dann so, oh, vielen Dank, bin sofort auf Thalia und ich habe mir dann bei Thalia Band 4 und Band 5 im Hardcover bestellen können. Jetzt kam es dazu, dass der sechste Teil erschienen ist, nämlich Imagine Me. Und Leute, ich bin mir zu 100% sicher, dass ich das Buch bei Thalia vorgemerkt hatte. Ich habe das im Kopf, aber als ich mich letztens bei Thalia angemeldet habe, war diese Vormerkung nicht drin. Das Buch war nicht in meiner Merkliste. Ich habe das auch in dem Register, im Verzeichnis von Thalia, nicht mehr finden können. Es war da, Leute. Ich bin mir zu 100% sicher, dass man es dort kriegen konnte oder vorbestellen konnte. Die haben es einfach rausgeschmissen, gehe ich mal von aus. Ich habe da eine E-Mail dorthin geschrieben, habe geschrieben, oh mein Gott, sie hatten ihr Hardcover immer, was mache ich denn jetzt? Die hat mir zurückgeschrieben, es tut mir leid, wir haben das nicht im Sortiment, ich kann nichts machen. Dann habe ich halt gesehen, dass HarperCollins, aber der englischsprachige HarperCollins, wo das ja herkommt aus dem Verlag, das ist aus dem HarperCollins Verlag, halt im englischsprachigen Raum, dass die das halt verkaufen, die senden aber nicht ins Ausland. Das heißt, ich konnte es mir da nicht bestellen. Dann habe ich dem deutschen HarperCollins geschrieben, habe so gesagt, oh mein Gott, das gibt's nur bei eurem englischsprachigen Pendant, könnt ihr da nicht irgendwie rankommen? Nein, nein, wir haben das nicht im Sortiment, können wir nicht. Ich so, oh mein Gott. Ich bin fast ausgerastet. Und dann habe ich mit Johanna von Leserausch gesprochen, die mit mir die Bücher lesen möchte auf Englisch. Und ich finde das ganz toll, weil ich bin ein grottenschlechter englischer Leser und sie kann mir dann weiterhelfen, wenn ich Schwierigkeiten habe und was vielleicht nicht verstehe. Und dann habe ich ihr so geschrieben, ich so, mein Gott, ich kann das nicht im Hardcover finden, was mache ich denn jetzt? Und dann hat sie mir die Seite von Book Depository geschickt. Ich glaube, es heißt Book Depository, wo wohl ganz viele deutsche, englischsprachige Bücher auch bestellen, weil die komplett in jedes Land, jedes beliebige Land, versandkostenfrei verschicken. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Und die hatten das. Und ich bin jetzt so, so froh, weil Leute, das ist der letzte Teil. Ich muss mir nie wieder einen Aufwand machen deswegen. Und jetzt habe ich alle hier. Ich habe alle im Hardcover, alle mit rauen Buchschnitt. Ich habe sie alle. Ich bin halt so ein Hardcover-Mensch. Ich hätte kein Problem gehabt, wenn ich es im Taschenbuch einfach gekauft hätte, weil die kriegt man natürlich auf Amazon. Man bekommt sowohl die englische, britische Ausgabe als auch die amerikanische Ausgabe. Es gibt nämlich eine Ausgabe mit dieser Schrift und es gibt eine Ausgabe, da ist ganz dünne Schrift vorne drauf. Und ich glaube, das liegt einmal daran, dass einmal britisch-englisch, einmal amerikanisch-englisch ist. Also die verschiedenen Länder haben da verschiedene Schriftzüge drauf. Und im Hardcover gibt es halt nur die Version mit der dicken Schrift vorne drauf. Aber ich habe halt alle im Hardcover gesammelt. Wisst ihr, wie kacke das für mich gewesen wäre, wenn ich das nicht bekommen hätte im Hardcover? Ich meine, klar, die Kurzgeschichten gibt es auch nur in der dünnen Variante, aber das ist mir wurscht. Das ist ja bei den Selection Stories genau dasselbe. Die gibt es auch nur im Taschenbuch. Aber das hier gibt es im Hardcover. Und ich war kurz davor auszurasten, weil ich es nicht gekriegt habe. Und jetzt habe ich es doch gekriegt und ich bin so dankbar an Johanna, dass sie mir das sofort geschickt hat und gesagt hat, hier kannst du es doch kriegen. Und ich so, oh mein Gott, danke. Und deswegen, ich bin so, so froh, dass das hier im Hardcover hier angekommen ist. Es ist wunderschön. Ich muss halt wirklich sagen, diese Bücher sind so, so schön. Ne? Also die Shatter-Me-Reihe im Englischen ist ganz, ganz toll gestaltet. Jedes einzelne hat wunderschöne Farben, ist ganz, ganz toll aufgemacht. Und ich meine, die Deutschen haben ja nicht sonderlich schöne Cover. Ich bin trotzdem froh, dass ich die deutschen ersten drei auch im Hardcover habe. Aber ja,
I love it, guys. I really love it. Und ich freue mich, weil jetzt habe ich alle hier. Ich werde jetzt nochmal so ein bisschen in Band 3 reinlesen müssen, um wieder zu raffen, worum es überhaupt in Teil 3 ging. Ich weiß nur, dass ich die Liebesgeschichte von Juliette hart gefeiert habe. Sehr, sehr hart. Und ich muss aber wieder so ein bisschen wissen, was die Ausgangssituation von Teil 4 ist, weil ich das Ganze ja jetzt auch noch auf Englisch lesen muss. Und das wird schwierig, aber ich werde es versuchen, einfach um meine Lieblingsreihe abschließen zu können. Aber Johanna wird mir dabei helfen und da bin ich ganz, ganz froh drüber. Ja, Leute, das waren die ersten Neuzugänge, die im April bei mir eingezogen sind. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!